Ich bin Sophia. Willkommen bei Jonglierversand. Hallo, ich bin Sophia und heute lernen wir, mit 5 Bällen zu jonglieren. Ich zeige einmal, wie das aussieht. Und wenn ihr euch heute etwas wirklich Neues, Großes zutraut, dann ist heute der Tag für euch, auch die 5 Bälle in die Hand zu nehmen. Wir fangen aber erstmal mit 3 Bällen an. Wenn eure 3 Bälle wirklich schon sicher sind und ihr sagt, kein Problem, die kann ich, dann geht es jetzt los mit den 5 Bällen. Dafür jonglieren wir aber erstmal 3 Bälle, ganz normal die Kaskade. Und für die 5 Bälle als Vorbereitung werfen wir die jetzt einfach mal ein bisschen höher und langsamer. So sieht das dann aus. Wichtig dabei ist, dass ihr schon merkt, ihr habt die Kontrolle über die Bälle. Ihr lauft nicht ständig nach vorne, ihr lauft nicht zurück, eure Arme gehen nicht hin und her. Ihr steht ganz ruhig und wisst genau, die Bälle kommen da wieder an, wo ich sie hingeworfen habe. Wenn das funktioniert, dann ist der nächste Schritt ein 3-Ball-Flash. Das bedeutet, wir werfen alle 3 Bälle schnell hintereinander in die Luft, sodass einen kurzen Moment kein Ball in meine Hände ist und fangen sie dann wieder auf. Ja, beim Zählen ist das ungefähr das Tempo, was dann später die 5 Bälle haben wird. 1, 2, 3, fang, fang, fang. 1, 2, 3, fang, fang, fang. Ja, ich habe in meiner rechten Hand angefangen, weil das meine stärkere Hand ist. Wir üben natürlich, wie immer, auch die linke Hand. Noch einmal aus links. 1, 2, 3, fang, fang, fang. Ich zeige das einmal von der Seite. Auch hier ist es wieder wichtig, dass wir gerade bleiben. Die Ellbogen sind am Körper dran. Ich werfe weder nach vorne noch nach hinten. Und von links. So, wenn das funktioniert, dann machen wir das direkt hintereinander. Einmal aus rechts und einmal aus links. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, noch einmal. Und zwischendurch kann ich einmal in die Hände klatschen, weil, wie gesagt, ich habe ja einen freien Moment. Die Hände sind frei. Das müssen wir echt noch eine Weile üben. Das ist schon schwierig. Immer und immer wieder wiederholen und auch das immer länger aneinander hängen. So, wenn das funktioniert, dann geht es weiter mit 4 Bällen. Mit den 4 Bällen fangen wir an mit einem 4-Ball-Flash und haben dann, genau wie eben auch bei den 3 Bällen, auch einmal eine leere Hand, wo eigentlich der 5. Ball drin wäre. Das sieht folgendermaßen aus. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe nicht ganz gerade geworfen, bin quasi so nach vorne gegangen, deswegen machen wir das direkt nochmal. Und da war ja schon wieder nach vorne. Ist aber eine gute Übung, wirklich zu gucken, wo werfe ich hin. Am besten natürlich wieder da auffangen, wo ich die Arme hinhaben will. Noch einmal. Und wenn das funktioniert, fangen wir natürlich auch mit der linken Hand an. Super. Dann, wie eben auch, verbinden wir die beiden Seiten. Erst die rechte Seite und dann die linke Seite. Und wenn das auch klappt, dann verbinden wir die beiden noch einmal länger, bis es quasi rechts, dann links, dann wieder rechts und dann wieder links ist. Theoretisch habt ihr auch immer darauf zu achten, dass ihr quasi wirklich die freie Hand habt. Die freie Hand könnt ihr zum Beispiel einmal auf die Hose klatschen oder einmal schnipsen, um wirklich euch bewusst zu machen, das ist der Moment, wo der 5. Ball quasi geworfen werden würde. Und jetzt sind wir soweit, wir nehmen den 5. Ball dazu. Und jetzt haben wir natürlich erstmal das Problem, wie fangen wir mit den 5 Bällen an? Wir haben eine Hand, wo 3 Bälle drin sind. Die wollen wir natürlich so haben und das ist auch schwierig, den ersten Ball loszuwerfen. Oft fällt er dann erstmal nach hinten oder geht nach vorne. Deswegen üben wir wirklich erstmal nur den ersten Ball loszuwerfen. Ich werfe jetzt nur den orangenen Ball einmal von links nach rechts.
Und jetzt kann ich das Gleiche mit der anderen Hand üben. So, dann fange ich an mit einem 5-Ball-Flash. Das heißt, alle 5 Bälle einmal loswerfen und wieder einsammeln. Wenn es geklappt hat, seht ihr, dass ich die 3 Bälle jetzt nicht mehr in der rechten Hand habe, sondern in der linken Hand. Das alleine wird wirklich schon lange dauern. 5 Bälle ist ein super schwieriger Trick. Es kann Wochen dauern, bis man nur diesen einen Flash hinbekommen hat. Lasst euch davon nicht entmutigen. Immer weiter üben. Ich bin sicher, ihr kriegt das hin. Wenn der Flash mit 5 Bällen funktioniert, dann geht es natürlich weiter und wir versuchen erstmal 6 Bälle zu werfen. Und wenn das auch klappt, immer einen Ball mehr und mehr und mehr, bis die 5 Bälle dann irgendwann wirklich laufen. Ich sag's einfach nochmal, 5 Bälle ist wirklich ein super, super schwieriger Trick. Super, dass ihr euch dran traut. Lasst euch nicht entmutigen, es dauert einfach wirklich, bis man den kann. Aber irgendwann werdet auch ihr in der Lage sein, 5 Bälle zu jonglieren. Und so sieht es dann aus.